Und wir sind jetzt verbunden mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und FDP-Chef Lindner. Herr Aiwanger, vielen Menschen ist es bei diesen Temperaturen auch ein Anliegen, wieder reisen zu dürfen. Österreichs Kanzler Kurz zeigt Bereitschaft, die Grenzen zu öffnen, Bayern noch nicht. Warum? Ja, zunächst mal ist ja Bayern kein eigener Staat, sondern es ist natürlich die deutsche Grenze, gleichzeitig natürlich die bayerische. Und vor wenigen Wochen hat es noch geheißen, wie könnt ihr so verrückt sein, Leute über die Grenze zu lassen, ohne die in Quarantäne zu stecken. Jetzt sind wir dort, aber jetzt hat sich eben das Bild gedreht. Und ich bin der Meinung, wir sollten weiterhin hinschauen, dass wir keine illegale Migration und so weiter haben. Aber die Corona-bedingten Grenzschließungen bezüglich Quarantäne, die müssen jetzt dann weg. Vor allen Dingen, weil in den EU-Staaten natürlich auch ungefähr dieselben Beschränkungen gelten. Christian Lindner, wie sehen Sie das? Genau so. Freundliche Grüße an Horst Seehofer und andere, dass die endlich den Weg frei machen. An ganz vielen Stellen gibt es ja auch, zum Beispiel bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen, grenzüberschreitende Pendler jeden Morgen von Nordrhein-Westfalen nach Belgien. Und da gibt es enorme Alltagsbeschränkungen, die brauchen wir jetzt in der Form nicht mehr. Herr Lindner, gestern haben sich in der Bild-Zeitung namhafte und renommierte Experten zu Wort gemeldet und die Lockdown-Maßnahmen kritisiert. Alle Bundestagsabgeordneten haben ja auch per offiziellem Schreiben an die Fraktionen Fragen von einigen Professoren erhalten. Hieraus ist zu entnehmen, dass es durchaus Koryphäen gibt, die davon überzeugt sind, dass Covid-19 keine Epidemie von nationaler Tragweite sei und das Infektionsschutzgesetz nicht mehr gelten dürfe. Müssten diese Experten nicht im Bundestag vor einem ordentlichen Ausschuss angehört werden? Das läuft im Bundestag anders. Die Abgeordneten bilden sich ihre Meinung, die Regierung bildet sich ihre Meinung, indem Experten gehört werden. Bei Gesetzesvorhaben werden auch Anhörungen vorgenommen. Im jetzt vorliegenden Fall halte ich aber das Anhörungsverfahren gar nicht für notwendig, weil zum einen hat der Bund seine Politik ja bereits verändert und zum anderen gibt es aus dem Parlament selbst heraus von Abgeordneten, also ich spreche von meiner Fraktion, von der Fraktion der FDP, eine scharfe Kontrolle der Regierung, dass die Freiheitsrechte nicht länger eingeschränkt werden, als das notwendig ist. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass sich die Reaktion auf die Krise verändert hat. Insofern gut, dass es eine wissenschaftliche Diskussion gibt. Im Parlament gibt es aber bereits auch eine differenzierte Wahrnehmung und es gibt Opposition. Und eben diese Experten, Sie haben ja auch immer eine Expertenrunde angemahnt, dass es mehr Experten geben sollte, die sich eben austauschen, wie eben Professor Homburg, Professor Püschel, Professor Bakti. Sollten die nicht gehört werden? Kann man da nicht einen Antrag stellen in der Fraktion? Ja, warum brauchen wir das? Also hinsichtlich der virologischen und epidemiologischen Einschätzung gibt es ja schon viele Experten, die an unterschiedlichen Stellen die Regierungen beraten, in Bund und in Ländern. Und die Position ist klar. Mein Herr Homburg, wenn ich das richtig sehe, ist ein Ökonom, der kann jetzt relativ wenig bei Epidemien beitragen. Aber andere, in der Tat Virologen und Epidemiologen, sollte man in einem ständigen Sachverständigenrat zusammenbringen, die wöchentlich sagen, was ist jetzt eigentlich Stand der wissenschaftlichen Forschung? Da bin ich sehr dafür. Wir sollten uns nicht bei RTL und bei der Bild-Zeitung und bei der FAZ und der Süddeutschen uns jeden Tag neu zusammenpuzzeln müssen, was nun der eine Wissenschaftler sagt, was der andere Wissenschaftler sagt, sondern jede Woche eine Stellungnahme, da kann immer noch manches sich unterscheiden, aber zumindest das gesicherte Wissen, worauf sich alle verständigen können, das sollte zur Verfügung stehen. In Nordrhein-Westfalen, die dortige Landesregierung, wo wir dabei sind, wir machen das übrigens. Herr Aiwanger, in Bayern, wie läuft das da genau? Nach welchen Zahlen, nach welchen Kriterien wurde jetzt eben entschieden zu lockern, noch bevor mit der Kanzlerin telefoniert wurde? Weil einfach der Gesamttrend unübersehbar ist, dass zunächst mit Intensivbetten in den Krankenhäusern jetzt die entsprechenden Kapazitäten vorweisen, dass die Neuinfektionszahlen deutlich zurückgehen. Wir haben in Bayern derzeit 230 etwa pro Tag und wir glauben, in etwa die Lage im Griff zu haben. Jeder warnt natürlich vor der zweiten Welle, aber es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir lockern, sonst ist die Wirtschaft tot, mit oder ohne Corona. Ja, und ein Teil der Wirtschaft ist eben die Gastronomie und die wird jetzt stückweise wieder eröffnen. Wir haben uns mal in der Gastronomie in Lindau umgehört. Die sind einerseits erfreut, andererseits machen die sich natürlich schon ernsthafte Sorgen. Denn auch wenn es bald schon wieder losgeht, es wird langsamer losgehen und den Saisonstart, der ist eh schon verhagelt.
Und wir sind weiter verbunden mit Christian Lindner und Hubert Aiwanger. Herr Lindner, wie lassen sich die Lockerungen mit den teilweise schlechten Hygienestandards in den Fleischfabriken und auch zum Teil in der Gastro- und Hotellerie vereinbaren? Das ist eine Aufgabe für die örtlichen Behörden. Das ist nicht ein pauschaler Hinderungsgrund, überall zu schließen. Wie ich generell der Meinung bin, dass wir viel stärker regional differenziert vorgehen müssen. Wenn in Straubing oder Rosenheim die Zahl der Infektionen nach oben geht, dann muss an anderen Stellen im Land nicht geschlossen werden. Wir sollten sehr, sehr viel schneller öffnen, sehr, sehr viel mehr Möglichkeit erlauben, Geschäfte zu machen und da, wo es Defizite gibt, im Einzelnen hinschauen. Was denken Sie, Herr Aiwanger, muss sich jetzt im Bereich Hygiene in diesen Bereichen mehr tun, vielleicht mehr Qualität statt Quantität? Und haben die Gastronomen jetzt eigentlich die nötigen Hygienepläne an der Hand, wieder zu eröffnen? Also ich würde hier nicht pauschal jetzt drüber gehen und so tun, als wäre hier generell ein Hygieneproblem. Natürlich müssen die Gastronomiebetriebe, die jetzt wochenlang geschlossen waren, zunächst mal ihre Wasserleitungen durchspülen, dass da keine Legionellen drin sind, die Küche und so weiter, alles wieder auf Vordermann bringen. Aber das tun die, das wissen die. Zur Not sagen wir es ihnen auch, aber die tun das. Aber generell zu sagen, die Qualität sei irgendwie angreifbar, nein, das ist nicht der Fall. Die sind sich der Situation sehr bewusst. Und jetzt mit Abstand, mit Maske, mit Desinfektionsmittel, ich bin überzeugt, dass die Starts in der Gastro jetzt auch funktionieren. Also die haben sozusagen Guidelines, mit denen sie jetzt eröffnen können? Genau. Okay. Ich wollte noch mal einmal fragen, der Tim Mälzer hat jetzt ein emotionales Video gerade gebracht mit führenden Gastronomen, Köchen etc. Die fordern wirklich noch mehr Nothilfe für die Gastronomie. Was können Sie denen anbieten? Ja, zunächst mal ist natürlich die beste Hilfe für die Gastro, wenn sie jetzt wieder öffnen und Geschäft machen, also dass auch die Kunden wieder hingehen und nicht aus Sorge zu Hause bleiben, dann müssen natürlich unsere Vorgaben praxistauglich und nicht überzogen sein. Nicht, dass wir so hohe Standards verlangen, dass zwar alles wasserdicht ist, aber am Ende der Betrieb nicht öffnet. Und wir haben natürlich die finanziellen Hilfen der Soforthilfe. Wir haben auch Schnellkredite, wir haben andere Kreditmöglichkeiten. Es gibt auch Branchen wie Diskotheken, Kneipen, Bars, auch die Schausteller, die Marktkaufleute, die derzeit noch keine Perspektive haben. Und für die müssen wir uns nochmal extra was einfallen lassen. Herr Lindner, wenn man sich Schweden ansieht, trotz weniger Maßnahmen vom Staat, stehen jetzt auch viele Unternehmen vor der Pleite. Reicht es aus, dass die Gastro nur zur Hälfte öffnet, beziehungsweise dass kleine Betriebe nur auf hygienischer Sparflamme laufen? Können wir uns das leisten, bis ein Impfstoff gefunden wird? Naja, wir müssen ja auf den Gesundheitsschutz achten, aber all das, was dem Gesundheitsschutz nicht entgegensteht, muss möglich sein, wie ich gerade gesagt habe. Dort, wo es wenig Neuinfektionen gibt, wenig aktiv Infizierte gibt, da muss auch mehr möglich sein, da muss es schneller gehen können als an anderer Stelle, eben um den Preis, dass gegebenenfalls wieder Dinge auch zurückgenommen, wieder eingeschränkt werden müssen. Für die Gastronomie insgesamt in Deutschland werden wir aber über eine längere Zeit noch mit Problemen zu tun haben und die zu lösen. Dafür brauchen wir einen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Die Große Koalition in Berlin will ja den Satz jetzt auf 7% reduzieren, aber zeitlich befristet und nur auf Speisen. Ich glaube, dass schon lange es sinnvoll wäre, generell auf die 7% in der Gastronomie zu gehen. Und zwar dann dauerhaft und für Speisen und Getränke. Das wäre ein wichtiger Beitrag, damit das, was jetzt verloren gegangen ist an Rücklagen, an Eigenkapital, dass das nach und nach wieder aufgebaut werden kann. Wir reden gleich noch weiter, vor allen Dingen auch über die Automobilbranche, denn das Bayern ist ja Autoland. Aber zunächst möchten wir uns mal anschauen, ein innovatives Konzept, das viele Unternehmen ja mittlerweile an den Tag legen. Wir gucken uns an ein Konzept, das wahrscheinlich auch nach Corona noch da sein wird. Und wir wollen noch mal weitersprechen mit Christian Lindner und Hubert Aiwanger. Herr Aiwanger, kommen wir mal zur Automobilbranche. Bayern, das Autoland, da müsste die Abwrackprämie auch für Verbrenner doch schon für die Unternehmen sicher sein, oder? Auch wenn die Firmen weiterhin an Aktionäre Dividenden zahlen oder sogar Tochterfirmen in Steueroasen haben. Also es geht ja nicht um die Abwrackprämie wie 2009, sondern es geht um eine Innovationsprämie für neue Fahrzeuge, um eben die Neuwagen von den Höfen der Händler zu bekommen, auf die Straße zu bekommen, um die Fließbänder der Autoindustrie wieder anzuwerfen. Wir haben in Bayern 350.000
Mitarbeiter der Autobranche in der Kurzarbeit von knapp 2 Millionen. Und da hilft uns eine Neiddebatte über Steueroasen und so weiter nicht weiter. Es geht darum, die Branche, die Leitbranche der deutschen Industrie wieder flott zu kriegen. Und ich bin überzeugt, dass hier eine Anreizprämie für neue Autos der Wirtschaft und der Umwelt guttun. Das ist nicht, dass alte Autos verschrottet werden, sondern dass neue überhaupt in Einsatz kommen. Herr Linder, die FDP hat sich in den letzten Jahren vermehrt in der Öffentlichkeit als Partei für Selbstständige und den Mittelstand gezeigt. Dass die Automobilwirtschaft nun eine Unterstützung bekommt und damit auch indirekt die kleinen und mittelständischen Zulieferer, müsste doch auch für die FDP richtig sein, oder? Ja, aber warum eine spezielle Subvention für eine einzelne Branche, die überdies auch noch sehr stark vom Export abhängt, sodass die Inlandsnachfrage da gar nicht allein entscheidend ist. Und deshalb habe ich einen anderen Vorschlag als Herr Aiwanger. Vieles von dem, was er eben gesagt hat, fand ich sehr gut. An dem einen Punkt muss mal ein Unterschied vielleicht deutlich werden. Ich bin dafür, dass wir generell für alle die Steuern senken, für alle kleinen und mittleren Betriebe, für alle Selbstständigen und für die Arbeitnehmer. Das bringt Konsum in Gang, private Investitionen. Und bei der Autobranche ist mein Vorschlag, beenden wir doch diese einseitige Fixierung auf die batterieelektrischen Antriebe. Es gibt auch Wasserstoff, es gibt synthetische Antriebe. Es gibt übrigens auch noch den hocheffizienten Diesel. Die werden alle bestraft durch die Vorgaben aus Brüssel bei den sogenannten Flottengrenzwerten und andere Maßnahmen mehr. Also der Autobranche bieten wir faire Rahmenbedingungen an. Steuerentlastung gibt es aber für alle und nicht nur für eine Branche in Form so einer Subvention. Die Prämie gibt es eben momentan nur für die Elektroautos bis zu 6.000 Euro. Und deshalb sage ich Prämie für alle, nicht nur für Elektro. Und wie würde dann diese Prämie für Sie aussehen, Herr Lindner? Gäbe es da überhaupt keine Alternative? Keine. Nein, ich bin gegen solche Subventionen. In der Tat, Herr Aiwanger hat recht, wir haben gegenwärtig viel Unterstützung für batterieelektrische Antriebe, auch die sogenannte 0,5-Regelung bei den Dienstwagen und. Bin dagegen. Keine Subventionen für keine Branche, für alle Betriebe, für alle Menschen, die Steuern reduzieren. Da bin ich dabei. Ansonsten Fairness bei der Autobranche. Die haben gute Produkte, die haben teilweise auch gute Gewinne geschrieben. Aber da können wir nicht noch zusätzliches Steuergeld einsetzen. Natürlich haben wir jetzt dann Prämien für die Gastronomie und diverse Branchen, die in Schieflage kommen, die Reisebüros. Jeder will noch mal gezielt geholfen werden. Und ich glaube, auch das ist richtig, dass wir Branchen, die in Schieflage kommen, gezielter dann unterstützen wie andere Branchen, wo es läuft. Also ich habe kein Problem damit, Autos, Reisebüros und Gastro zu unterstützen und Diskotheken und andere, bei denen es eben läuft, nicht. Aber was bieten Sie denn konkret an, Herr Aiwanger, für diese Branchen? Gerade im Veranstaltungsbereich, da wird es ja noch ganz, ganz lange nichts geben. Genau. Ja, zunächst mal eben Soforthilfen, Schnellkredite und so weiter für die normale Gastro. Und diejenigen, die über den Mai hinaus noch dicht sind, wie Kneipen, Bars, Diskotheken, Schausteller, Markt, Kaufleute, da müssen wir uns extra noch mal was überlegen. Da denkt ja auch der Bund schon drüber nach. Wenn der Bund nicht liefert, wird Bayern selber liefern, damit die nicht in der zweiten Jahreshälfte pleite gehen. Mhm. Thema Insolvenz, also wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, Herr Aiwanger, Bundesregierung hat die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis September beschlossen. Das schafft aber keine Liquidität. Einige Experten fordern jetzt den Zeitraum der Insolvenzgeldzahlung, in der die Bundesagentur die Zahlung der Löhne und Gehälter übernimmt, von 3 auf 6 Monate zu verlängern und damit zusätzliche Liquidität und Zeit für die Sanierung bzw. eine Investorensuche zu bekommen. Wie finden Sie das? Ja, das ist ein Zeichen, wo unsere momentan steht, dass man künftig 6 Monate anstatt 3 Monate Insolvenzgeld zahlen soll, finde ich per se richtig. Aber noch richtiger finde ich eben mit Anreizsystemen Industrien wie die Autoindustrie aus der Kurzarbeit in die Vollbeschäftigung zu bringen. Das heißt, am Ende werden wir so oder so Geld in die Hand nehmen müssen, entweder für Arbeitslosengeld, am Ende Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld oder eben die Wirtschaft hochzukurbeln. Wir sollen das eine tun, das andere nicht lassen, die Mittel gezielt einsetzen. Aber jawohl, es wird auf viele Betriebe das Problem zukommen, in die Insolvenz zu gehen. Und wenn wir denen nur 3 Monate Insolvenzgeld geben, dann ist das zu kurz in der jetzigen wirtschaftlichen Lage. Wenn wir es ein bisschen positiver sehen, Herr Lindner, was würden Sie vorschlagen? Was muss jetzt getan werden, damit die Wirtschaft schnell wieder in Gang kommt? Wir brauchen eine Steuerreform, ganz schnell. Die Bundesregierung war sehr zögerlich, jetzt wieder zu öffnen. Sie sollte nicht zögerlich sein dabei,
der Wirtschaft Leben einzuhauchen. Bei so einer Steuerreform müsste man mehrere Dinge berücksichtigen. Das erste ist ungewöhnlicher Vorschlag. Wir sollten das Jahr 2020 steuerlich ausdehnen. Das Jahr 2019, vielleicht das Jahr 2018, sollten mit 2020 gewissermaßen zusammengefasst werden, damit nicht Betriebe in diesem Jahr für das letzte gut laufende Jahr noch Steuern zahlen müssen. Und da geht ihnen Geld verloren, sondern im Gegenteil, die Verluste dieses Jahres sollten mit den Verlusten der letzten beiden Jahre verrechnet werden können. Das Zweite, wenn wir im Steuersystem für alle die Möglichkeit schaffen, dass Investitionen sehr schnell, manche sogar sofort abgeschrieben werden können, dann haben wir in allen Branchen, im Schreinerbetrieb, im Handwerk, im Kfz-Zuliefererhandel, im Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie, dann haben wir überall eine erleichterte Investitionssituation. Und zum Dritten, dauerhaft die Steuersätze senken, also auch für die Jahre 2021 fortfolgende. Denn viele Betriebe kommen jetzt über die Krise, verbrauchen aber ihr Eigenkapital, private Familien verbrauchen ihre Ersparnisse. Und deshalb sollte in den nächsten Jahren der Staat bescheidener sein und den Menschen mehr Spielräume wieder geben, damit sie eben Rücklagen wieder aufbauen können, die jetzt verloren gegangen sind. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister Bayern, und Christian Lindner, FDP-Chef, vielen Dank. Und Herr Aiwanger, jetzt haben Sie bei der letzten Antwort ja auch ganz viele Sachen mitgenommen wahrscheinlich, oder? Dankeschön. Auf Tschüss. Und wir machen noch eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück.